Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, Hof Bergmann, ne? Immer noch oder gerade wieder, wie soll man es sagen? Ich habe einen Tag vorgespult, ne? Der Mais wächst und gedeiht jetzt. Ne? Und ja, wollte gerade hier die Felder fertig machen, sehe ich, steht alles voller Ballen. Ne? Jetzt muss ich erstmal die Ballen hier wegholen. Und ja. Gucken, ne? Kann ich natürlich super bei irgendwas labern, weil ich mich mal so konzentrieren muss, dann vergesse ich das Reden immer. Ne? Dann habe ich hier mal den Anhänger genommen. Der stand ja von Anfang an auf dem Hof rum. Ich habe den nie benutzt. Ich habe den noch nie, noch nie, gar nicht und so benutzt. Und habe mir gedacht, ja, machen wir mal ein paar Ballen damit. Ne? Oh. Wenn wir das jetzt nochmal anheben würden, dann könnte man die Ballen auf den Wagen stellen und nicht in den Wagen. Ja, jetzt hat er noch so einen Ballenmodus. Ich hoffe nicht, dass ich den brauche. Ich habe mir gedacht, wenn ich hier viel von diesen Türmchen hier so drapieren kann, ja. Ich hatte echt gedacht, er kommt damit klar, so, ne? Ich hoffe es. Sehen wir gleich, ob der damit klarkommt. Ich lasse den Wagen jetzt auch schön hier stehen. Bin ich wahnsinnig. Und nachher liegt alles am Grund. Ich habe gespeichert vorher, ne? Keine Angst. Immer wenn ich solche Ballenstapelaktionen mache, dann speichert. Ach so, für alle, die das Video nicht gesehen haben, diese kleinen Türmchen hier, die habe ich mit dem Forstec gemacht. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert, warum hier so kleine Türmchen überall rumstehen. Das ist, habe ich nicht von Hand gepackt. Also, ja gut, der Forstec, das ist so ein Halbautomat ist das, ne? So vollautomatisch macht er das auch nicht. Ist eigentlich ganz witzig, das Ding. Ja. Wäre noch schön, wenn man mit Vieren auch wirklich fahren könnte. Man kann nur vier stapeln. Jetzt hätte man ein super Ding, um mal eben vier. Ja, man kann vier Stück mal eben zum Hof fahren. Das geht schon. Aber ich glaube, dafür gemacht ist der eigentlich nicht. So, Halleluja. Der Diego am Ballen stapeln hier. Aber ich habe jetzt hier die andere Gabel. Oh! Oh, Jesus! 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 Oh, jetzt haben die sich ineinander verknuddelt. Irgendeiner hält den fest hier. Was ist? Ich will das nicht. Lass aus. Aus. Oh. Ich muss gerade von den Hänger fahren, habe ich gerade festgestellt. Sonst wird das nichts. So. Ja, dann knallt noch ein Meter, oder wie war das? Ich habe Angst, YouTube. Ich habe mehr Angst als Vaterlandsliebe. So. Das müsste doch super passen hier. Wenn ich Glück habe, kann ich gleich die Planke sogar noch zumachen. Aber das wird alles ausprobiert. Wird das ausprobiert. So, war es das schon? Ne, da oben steht noch zwei Pakete noch. Okay. Der eine hat ein bisschen Heu mit dabei. Heu brauchen wir ja auch. Ach komm, dann nehme ich hier, das nehme ich sofort mit schon. Weil ich muss auch gleich mal ein bisschen Mischfutter machen. Ne? Wir wollen ja hier immer frisches Futter machen. Ich weiß nur noch nicht, wo ich die Ballen lagern soll. Ne? Das weiß ich noch nicht. Das ist noch ein bisschen. Ja. Schon überlegt am Hof irgendwo, aber. Also so eine richtig schöne Ballenscheune fehlt mir ja auch, ne? Ja, ich weiß, das Ding, was ich als Durchfahrscheune nehme, das ist eigentlich das Ballenlager. Ist das schon verstanden? So hoch die Tassen. Ja, einmal kurz ein bisschen justieren hier. Ach, guck mal, ja, Platz ohne Ende auf der Karre. Sieht gut aus. Wie dafür gemacht, das Auto. So, komm noch ein bisschen an der Außenkante wieder ran hier. So, so ist fein. Also besser hätte ich das nicht machen können, Leute. Sag ehrlich.
So, und dann nehmen wir noch den einen Heustapel damit. Was heißt Heu? Da habe ich hier mit dem grünen Häckselmod das, also quasi GPS von gemacht, ja. Und hab's dann gepresst. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist. Kann man das überhaupt? Also, kann man das zu Ballen pressen? Das hat mir einer erzählt, ich weiß gar nicht, ich glaube im Multiplayer war das. Hat mir einer erzählt, von wegen Kleepressen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also jetzt Real Life, ne? Also, dass man Klee pressen kann, das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber die würden es nicht machen, wenn es nicht gehen würde, ne? Wie war das? Oh, diese Ballengabel ist Gold wert, ey. Ich darf gar nicht dran denken, was das für ein Theater ohne diese Ballengabel wäre. So, jetzt bin ich auch gespannt wie ein Flitzebogen, ob ich gleich mit der Karre wegfahren kann. Also, ob die Ballen da drauf liegen bleiben. Wegfahren kann ich auf jeden Fall. Oh. Parallaxe. Entschuldigung. Schon wieder. Komm, es ist genug Platz. Stell ihn nur an, ey. So. Wow, schön genau auf die Kante gesetzt. Oh, was begucken hier. Was sagt er denn? Ja, der erste Würfel ist ja schon wieder komplett destroyed. Was ist hier los? Ihr sollt euch hier nicht verselbstständigen. Komischen Vögel, warum macht er das immer? Die liegen gleich unten. Aber warum? Giants wieder hier. Warum wandert ihr da runter? Bleibt doch da oben drauf. So. So ist fein. Jetzt da stehen bleiben. Das ist schon wieder alles destroyed hier. So, jetzt kurz einmal speichern. Ja. Jetzt mache ich die Türen zu. Tür 1 geschlossen. Tür 2. Sieht gut aus. Gefällt mir. So, dann kommt mal mit, meine Balle. Mir wäre wesentlich wohler. Ey, der kommt hier kaum. Hallo? Mach mal Gasdeutz. Was ist? Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du den Hügel nicht hochkommst. Oh. So, jetzt aber, komm. Der geht hinten hoch. Komm, ich fahre auch nur berg runter. Ich will ja gar nicht hier hoch. Ach, Deutz, nun mach. Was ist denn, wenn ich jetzt in den Ballentransportmodus gehe? Deutz, jetzt ist gut. Fucking hell, ey. Kann der Deutz mitnehmen, das Gewicht? Was ist hier los, Freunde? Ich will noch nur wissen, ob ich die Ballen verliere während der Fahrt. Ich kann nicht mal den Anhänger anhängen. So. So, jetzt aber fahr, sonst hast du gleich keine Ballen mehr auf dem Hänger. Ich weiß nur mehr, wohin. Sehr vage alles. Sehr, sehr vage. Hoppala. Huch, den Hügel hat er gut gemeistert. Schnittig, hier um die Ecke.
So, ich hatte überlegt, eventuell hier die Ballen zu lagern, weil ich hier aus dem Turm die Silage nehmen wollte. So der Plan. Aber hier ist nichts Schönes zum Lagern, so, ne? So eine richtig schöne Halle haben wir hier nicht. Dann fahre ich erstmal da unten hin, wo ich immer hin, also, ne? Da, wo ich ja sonst auch die Ballen immer lager. Bei den Kühen da unten. So beim Fahren geht es, aber irgendwie haben die so ein bisschen so ein Eigenleben, die Ballen. Ist es. Ah! Wo wollt ihr denn hin? Ey, das Aussteigen während der Fahrt ist strengstens untersagt. Tse. Ballen. Verlasst euch nicht auf Ballen. Die springen während der Fahrt ab. Schade, das ist. Was ist da geflogen? Zwei Stroh und ein Dix? Oder sind zwei Heu und ein Stroh eins? Also zwei Heu und ein Stroh wäre schon mal gut. Halt! Nicht! Du! Donnerwetter. Jetzt geht's mal los hier. So, und jetzt schalte ich mal auf Ballentransportmodus. Gucken, was da so passiert. Weil ich bin quasi am Ziel. Ändert sich irgendwas? Ist aber genauso smooth wie das andere auch, ne? Oder sind die jetzt besser gesichert? Gut, kann sein, dass man dann in. Aber ich finde das so übertrieben breit, ne? YouTube. Ich weiß es nicht. Stellen wir das Ding erstmal so dahin. In der Hoffnung, dass das geht. Ich weiß gar nicht, wo ist denn mein. Hü. Mein Mischer, wo steht er denn? Also hier hat er seinen Schlafplatz. Aber ich bin nicht sicher, ob der schon. Steht der Forsteck? Ich glaube, der wohnt noch gar nicht zu Hause. Kann das sein? Na, 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 na. Auf der Suche nach dem Equipment. Wo denn? Bin ich dran vorbeigezappt? Habe ich es wieder so schnell nicht mitgekriegt? Da ist. Habe ich noch gar keinen? Eine Sekunde, Moment. Ich habe doch schon Futtermittelwagen gekauft, oder nicht? Okay, wenn man keinen hat, kann man auch keinen finden. Ein Fauxpas. Wie unangenehm. Ich habe noch gar keinen gekauft. Oh. Was mache ich denn jetzt? Muss ich gleich erst Silage verkaufen, ne? Ich meine, ich habe ja die Silage. Oh, guck mal, das sind genau zwei Heu und ein Stroh. Das ist ja quasi wie für den Futterwagen gemacht. Tja. Ja, war das wohl ein anderes Spiel. Oder eine andere Karte, sagen wir es mal so. Wo ich. Was ist denn jetzt? Ach so, ich muss den anwählen. Sonst reagiert der nicht. Schade. Schade. Wenn ich mal was am Planen bin, ne? Immer das Gleiche, ey. Ja, oh, ich wollte nur ein bisschen vom Tor weg. Das reicht mir eigentlich schon hier. So. Der braucht auch noch eine kleine Entschleunigung hier, der Knabe. Ach, das kommt ja auf ein Zehntel gar nicht an. Muss ja eh hin. Oh.
Das ist ein bisschen mehr als ein Zehntel. Na egal. Kommt eh sofort in Mischfutter. Habe ich denn ehrlich noch keinen gekauft? Das kann ich gar nicht glauben. Ich war jetzt im Kopf, ne, so fest davon. Das gibt's doch gar nicht, ey. Kann man sich denn so täuschen? Stimmt, weil ich auf der kleinen Seeleim letzte Tage einen gekauft habe. So, und dann ist auch schon wieder gut für heute. Oder, nee, nicht für heute, für dieses Video. Nur für dieses Video, keine Angst, YouTube. Ja, also mir hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sage danke fürs Reinschauen und wenn es euch gefallen hat, guckt euch die anderen Videos auch an. Ne? Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.